Hallo, was machen Sachen? Ja, dem einen oder anderen ist aufgefallen wahrscheinlich, gerade die Leute, die auf mich Twitch verfolgen, dass ich relativ inaktiv die letzte Zeit war, die letzten paar Wochen. Auf YouTube ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so stark aufgefallen. Da habe ich immer noch ein paar Timelapse-Videos hochgeladen, halt wirklich nur ja, Video schnell gemacht und Musik drunter. Und ja, ein bisschen wollte ich euch ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen aufklären, weil momentan geht es mir jetzt nicht ganz so besonders. Ich bin auf der Weg der Besserung, aber mir ging es die letzten Wochen halt regelrecht richtig bescheiden. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung. Mir geht es jetzt auch schon ein bisschen besser. Das ist halt eine Sache, die ist jetzt halt nicht eben mal in ein paar Tagen geregelt. Es sind halt, ja, es hat sich ganz schön was angestaut bei mir momentan ist, ja. Meine Psyche halt nicht so die beste. Aber wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich wollte, wie gesagt, auch einfach nur mal mit euch ein bisschen drüber reden. Auch, dass ihr so ein bisschen mehr ja, Hintergrund habt oder so. Keine Ahnung. Weiß auch nicht genau, warum ich das Video mache. Es fühlt sich jetzt einfach richtig an. Ich will jetzt einfach drüber sprechen. Ja, der ein oder andere hat das vielleicht mitgekriegt momentan. Ja, wie gesagt, auf Twitch hat es man wahrscheinlich mitgekriegt, dass meine Laune jetzt nicht gerade die beste war. Ich wäre ziemlich deprimiert und so weiter. Ja, ich habe mir die letzten Streams auch angeguckt. Ich sitze da so, ja, wie so ein Häufchen Elend und kauere mich da zusammen und bastel vor mich hin und so wirklich motiviert es anders. Auch generell bin ich richtig, also ich bin generell schnell gefrustet, wenn Programme nicht richtig funktionieren, gerade Blender, da ständig abstürzt und so, das frustet mich, aber das war die letzte Zeit halt wirklich laufend. Ich war sehr, sehr stinkig. Ich habe es mir nicht ganz so anmerken lassen, aber ich teilweise, wenn die Kamera aus will, einfach geschrien, weil Blende abstürzt und so weiter. Das war halt echt nicht gut. So viel dazu, dass halt mental bei mir halt echt nicht so geil ist. Ja, ich wollte einfach mal drüber sprechen. Ich habe auch jetzt den Kanal hier ein bisschen. Ich werde hier ein bisschen was anders machen, auch weil es mir halt sehr anstrengend ist, jetzt gerade die Tutorials zu machen. Es ist halt sehr viel Arbeit. Es geht sehr viel Arbeit da rein. Die sind auch sehr lange. Ich brauche lange, um diese Videos aufzunehmen. Und momentan fühle ich mich einfach nicht dazu in der Lage, wirklich da großartig was zu machen. Wenn es mir besser geht, werde ich es fortsetzen. Ich werde auch auf Twitch ein bisschen weiter was in Unreal machen, aber ich würde halt, wie gesagt, diese Tutorials nicht machen, weil es ist halt wirklich, ich muss überlegen, was ich mache, wie sage ich das, wie zeige ich alles, was man wissen muss und erkläre es auch so, dass es halt jeder verstehen könnte. Ja, das ist mir momentan, wie gesagt, einfach zu anstrengend. Es wird aber nicht jetzt komplett Stopp sein hier auf dem Kanal. Ich werde jetzt halt einfach einfache Videos machen, die mir halt ja nicht so viel Arbeit bedeuten oder dass mir nicht so viel Arbeit macht wie jetzt sowas. Einfach, ich habe irgendwas gezeichnet und mache entweder ein Timelapse raus, wo ich einfach Musik drunter lege oder halt einfach ein bisschen drüber quatsche. Ja, so viel, dass ihr halt einfach Bescheid wisst. Ich will auch ein bisschen was von der Seele reden. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Und ihr könnt einfach umschalten oder so. Es zwingt euch ja keiner hier zu bleiben. Aber mir hilft es halt persönlich, wenn ich einfach drüber reden kann. Und da habe ich so ein kleines Problem, weil, ja. Ich möchte Freunde damit nicht belasten. Also ich möchte einfach nicht, dass Freunde oder halt auch Familie sich halt meine Probleme zusätzlich mit anhören und mit herumtragen müssen. Aber dann habe ich ja wieder das Problem, ich habe auch keinen Bock, dass halt jemand, den ich halt privat kenne, einfach, also der jetzt für mich aus nicht zum engen Freundeskreis gehört, halt einfach Bescheid weiß. Also schlussendlich, Schlussfolgerung für mich ist, ja, ich mache es öffentlich. Ich habe keine Ahnung, welche Hirnwindung jetzt da falsch feuert oder so, aber es fühlt sich für mich besser an. Ich kann drüber reden und ja, ein Großteil kennt mich halt einfach nicht. Ja, es weiß nicht, vielleicht hilft es mir. Also, wie gesagt, mir persönlich hilft es wirklich viel drüber zu reden, aber ja, ich habe diese Zwickmühle. Ich möchte Privatpersonen, die ich halt wirklich mag und kenne, nicht mit belasten und Leute, die ich halt einfach nur kenne, da habe ich einfach kein Interesse damit drüber zu sprechen. Also, ja. Warum es öffentlich? Warum auch nicht? Ja, immerhin, keine Ahnung. Aber immerhin habe ich damit weniger Probleme als, ja, wie gesagt, mich ja, Freunden zu belasten oder so. Ich weiß nicht. Es fühlt sich einfach anonymer an, aber ich kann trotzdem drüber reden. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ein Großteil von euch, die das gucken, wird mich wahrscheinlich aber nicht kennen. Ich habe keinen Plan, wer ich bin. Kenne ich über YouTube oder Twitch oder so, aber kennen mich halt nicht wirklich privat. Ja, so viel dazu. Ja, generell habe ich großes Problem, was momentan bei mir ist, und halt ein, das, was man wahrscheinlich am ehesten mitbekommt, weil es halt auch ja, im Mainstream am meisten
Geläufige ist es dann halt, ich leide unter anderem unter Depressionen. Ja, das wird wahrscheinlich am öffentlichsten sein, weil ich halt einfach so, ja, das ist halt am meisten bekannt. Ich habe noch ein paar andere Problemchen, mit denen ich zu kämpfen habe, was halt sich sehr stark auf diesen sozialen Aspekt auswirkt. Deswegen habe ich so komische Sachen wie, ich habe kein Problem, Sachen öffentlich zu machen, aber ich möchte private Leute nicht belasten, die ich kenne. Ich weiß nicht, was, wie das jetzt zusammenhängt, aber irgendwie scheint das zu mir zu sein. Generell habe ich kein Problem damit, über ja, Webcam oder über Chat oder so weiter einfach öffentlich mit Leuten zu kommunizieren, in Deutsch und Englisch, scheißegal, kein Problem. Aber wie, ich stehe privat vor allem dann, nee, brauche ich vielleicht ein paar Tage, bis ich merke, ja, der andere Mensch gegenüber, der frisst mich nicht. Ich habe gesagt, ich habe halt, was dieses Soziale angeht, halt ein sehr großes Problem. Und halt über Streams und halt, ja, über halt Discord, Teamspeak und so weiter, solche Programme, die halt virtuell sind, habe ich halt dieses Problem nicht. Es fällt mir viel, viel leichter, mit Leuten zu kommunizieren. Wenn ich halt der vor meinem Bildschirm sitze, in einer Kamera oder halt hinter einem Text in ja, verschiedenen Chaträumen oder so weiter. Aber wehe, ich stehe vor einem oder gar sei es eine Menschenmasse von 5 Leuten, das ist viel zu viel, das geht mir nicht. Ich habe auch ja, gesagt, das ist halt gerade ein riesiges Problem für mich. Ja. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen drauf näher ein. Vielleicht interessiert es halt auch einen einfach, wie ich mich fühle. Ich werde euch wahrscheinlich eh mit zuquatschen und einfach so ein paar Sachen nach und nach erzählen, wie es halt in meinem Kopf so aussieht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der halt auch Probleme hat. Ich werde nicht wirklich drauf eingehen, was dieses ganze Psychologie angeht, wie sich das alles schimpft und so weiter, weil viele Sachen sind halt sehr stigmatisiert. Jetzt Depression ist eine Ausnahme, da habe ich so das Gefühl, der Mainstream kennt das ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Aufklärung dahinter, aber bei vielen, vielen anderen solchen Problemen ist halt wirklich diese Stigmatisierung und ja, das ist mir nicht so ganz geheuer, deswegen auch generell verstehen viele, also ich. Auch nicht. Ich verstehe so ein paar Sachen nur, die halt ich mit der Therapeuten besprochen habe, über spezifisch meine Probleme, aber das ist ja immer diese Sache bei diesen psychischen Sachen. Das sind so viele Graustufen und Ineinanderverzwirbelungen, dass man halt nicht sagen kann, du hast A, B und C, also hast du dieses Problem. Das funktioniert ja nicht so. Es sind so viele Sachen, die sich überschneiden und kreuzen und dann sind Sachen da dazu und dann fehlen die aber da und dann ist das halt nur sehr konfus und durcheinander und ja. Auch selbst die Wissenschaft ist sich ja sich immer noch nicht 100% einig bei vielen Sachen. Es wird viel, viel, ja, wir lernen viel, viel. Aber es ist halt wirklich so, diese ganze mentale Geschichte ist halt doch so ein System für sich, wo halt wirklich Profis sich nur mit beschäftigen sollen. Und deswegen möchte ich das halt, ich teile meine Ansichten und ja, meine Gefühle mit, aber ich werde halt nicht über diese Krankheiten, ja, diese mentale Probleme halt, ja, so spezifisch reden, weil ja, wie gesagt, es gibt halt so viele Unterschiede und Graustufen. Allein für eine Krankheit gibt es so viele Graustufen, dass es halt total verwirrend ist. Und man müsste das halt tatsächlich studiert haben, dass man da durchblickt. Und ich nehme an, der Großteil wird das nicht haben, also belassen wir es dabei. Und ich rede halt über meine Aspekte. Kann auch sein, dass halt für viele noch andere Aspekte hinzukommen. Vielleicht identifiziert sich einer mit dem, was ich habe, und wir können ein bisschen uns austauschen. Vielleicht hilf ich ja auch zufällig jemand anderem, wenn nicht, helfe ich mir selber, ist auch okay. Ja, und das ist so viel dazu. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, das Bild im Hintergrund gefällt dir. Ich glaube, ich werde sowas öfters machen. Ich lasse einfach irgendwie ein Bild im Hintergrund laufen, wie ich irgendwas zeichne, modelliere oder so weiter und quark dann einfach drüber. Ja. Falls Leute das interessiert, der ein oder andere hat den Charakter jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal bei mir gesehen, sei es auf Instagram oder so weiter. Das ist halt aus einem Spiel, das ich momentan sehr begeistert von bin. Es ist gerade in der Arbeit, ist eine kleine Horror-Novel. Und der Kollege hinter mir heißt Peter, ist so ein, wie man annehmen würde, Jandere. Diese Juno-Pose ihm einfach mal gegeben, weil ich es einfach lustig fand. Und checkt das Spiel einfach mal aus. Es nennt sich Your Boyfriend Game. Und ja, wie gesagt, das ist momentan in Arbeit. Es gibt den ersten Tag als Demo. Ich glaube, für jeden verfügbar. Und es gibt noch mehr Tage. Dazu müsste man aber Patreon sein. Ich verlinke euch die Seite nochmal unten. Aber ich glaube, die Demo war kostenlos. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Aber wenn ihr euch für so Horror-Novel interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist eine coole Sache. Ich bin sehr, sehr fasziniert von dem Spiel. So, ich glaube, jetzt habe ich aber erstmal alles gesagt für dieses Video. Und ja, danke fürs Zuhören und
Man sieht sich und hoffentlich geht's euch gut. Ciao.